Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ixion. Mein Forschungsschiff befindet sich auf dem Rückweg von Outer Hope, wird von dort gleich weitergeleitet zum Jupiter und dann auch zur, ja, zu etwas gefährlicheren Gefilden, möglicherweise, wenn dort noch bewaffnete Leute unterwegs sind. Ja, wir leiden an Personalmangel, brauchen also Kryokapseln und können nie genug Material an Bord haben. Weswegen ich mir in der Zwischenzeit mal überlegt habe, mal abgesehen davon, dass wir ja hier nochmal ein bisschen eine Sonde losschicken können. Das ja sowieso immer. Mal gucken, wo wir irgendwas Interessantes finden. So, Hauptsache, wir haben mal was losgeschickt. Ob wir nicht hier... Personalmangel haben wir auch noch. Hier habe ich zum Ende der letzten Folge nochmal neue Leute hintransferiert. Ob wir hier nicht... vielleicht eine neue Andockbucht bauen, um mit noch mehr Fracht- und Bergbohrschiffen unterwegs sein zu können, um noch schneller an noch mehr Materialien ranzukommen. Und ich halte das für eine ausgezeichnete Idee. Da oben habe ich wohl schon zu viele Wege hingebaut, dass es da nicht hinpasst. Aber hier unten... Und deswegen gehe ich dieses wahnwitzige Projekt hier einfach mal an. So, Hauptsache der Spaß ist irgendwo mit Wegen verbunden. Also hier dieser zweite Sektor, der ist eh irgendwie verbaut. So, Nahrung ist im Grunde genug da, aber ich glaube, wir haben nicht genug Küchen, um die zu verteilen. Was haben wir denn hier? Hier sind Wohnquartiere. Okay, ich werde hier nochmal so eine Hütte bauen. Und vielleicht da nochmal ein paar mehr Leute transferieren hier. So, das ging hier. Ne? Ich packe einfach nochmal 5 hier rüber, damit der Sektor nicht sofort wieder ausfällt. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht weitergeht. So, hier wird ja schon hin und her exportiert und importiert. Es wird ein teurer Spaß, was ich mir hier leiste. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Gut, hier ist die Sonde noch unterwegs. Wo ist die Ripley? Die ist schon wieder da, was? Hierhin möchte ich die schicken zum... Jupiter, was fliegt da unten hin? Ah, ein Frachtschiff. Okay. Ah ja, hier muss ja auch noch Klimbim abtransportiert werden. Wo ist denn mein Bergbauschiff? Population transfer complete. Gut, es wird irgendwo sein am Abbauen. Da bin ich mir relativ sicher. So, eine weitere Sonde bitte. Gibt mir Forschungspunkte und Kryokapseln oder wie war das? Okay, kann nicht schaden. Verfolgen wir hier mal ein bisschen das Forschungsschiff. Näher ran komme ich leider nicht. Vom Zoom her. Mich ehrlich gesagt auch erstmal wieder ein bisschen einfinden, weil ich hatte jetzt längere Zeit Hype, wollte spielen. Und hatte irgendwie gar nicht die Zeit so dazu gefunden. Deswegen bin ich aktuell froh, um jede Minute, wo ich es mal schaffe, auch einen Blick reinzuwerfen bei Ixion und weiterzuspielen. Ich hoffe natürlich, wir kommen hier noch recht weit. Es gab auch nochmal Verbesserungen. Es ist nochmal Bellings. Es sind auch nochmal Bellings in Änderungen geplant. Vielleicht werden tatsächlich auf Wunsch der Spielerschaft verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeführt. A science ship has arrived at its destination. Mal abwarten. Die Entwickler arbeiten auf jeden Fall noch fleißig an Ixion. So, schauen wir mal, was los ist auf dem Jupiter.
So, Zusammenfassung der Informationen. Anhand der Koordinaten der Blackbox und Outer Hope konnten wir erfolgreich die Hephaestos-Baustelle auf dem Jupiter lokalisieren. So, Übertragung von der Ripley. Mit Hilfe kodierter Kanäle und der Dolos-Kommunikationsprotokolle von Outer Hope haben wir offenbar den PA oder PA der Hephaestos-Stätte geweckt und eine Kontaktverbindung hergestellt. Unsere Untersuchungen ergaben, dass die Anlage seit dem Ausfall der Datenarchivierungssysteme jahrzehntelang inaktiv war. Seltsamerweise ist die Industriezone derzeit mit Energie versorgt und betriebsbereit. Oh, kann ich denn da was Tolles bauen? Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier weiter erforschen. Ich werde bestimmt benachrichtigt, wenn es soweit ist. So. Jetzt pass mal auf. Achso, das Ding ist noch im Bau. Ich dachte, wäre schon fertig. Es fehlt noch Metall. Hier ist auch noch Metall drin. Warum geht es denn nicht vorwärts jetzt? Achso, das dauert einfach noch ein bisschen. Jason, du musst manchmal ein bisschen mehr Geduld haben. Ja, Asteroidengürtel, was ist denn hier los? Wartet auf Forschungsschiff. Also ich brauche auf jeden Fall Transporter und noch ein Bergbauschiff. So viel steht für mich schon mal fest. Also habe ich zumindest mal so für mich beschlossen. Finden und sammle 500 Kryokapseln. Ah, 17 habe ich schon. Aber wenn ich 17 schon habe. Warte mal, wir schalten das Ding hier mal ein. Und jetzt will ich mal ausprobieren. Hier sind die 17 Kryokapseln. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne im Ressourcenmanagement. So, Sektor 1 hat 17 Kryokapseln. Sektor 2 hat gar keine Kryokapseln. So, Sektor 1 möchte ich gerne. So, hier haben wir gleichmäßig versenden an alle Sektoren. Gut, momentan geht es mir ja erstmal nur um Sektor 2. Gewünschter Betrag im Sektor. Ich hätte gerne 100 im Sektor. So viel passen doch in das Lager rein, oder? Na, mal gucken, ob ich das hier richtig mache. Also wenn ich es richtig gemacht habe. Okay, zack, zack, zack. Hier raus und darüber. Dann könnte ich nämlich gleich mal ein paar Leute aufwecken. Die arbeiten dann zwar grundsätzlich erstmal in diesem Sektor hier, aber ich kann auch welche zurückschicken. So 10, 15, 17, die könnte ich mal alle aufwecken. So, hier über das Kryozentrum. Warning. A sector is being overworked. Ein überarbeiteter Sektor. Gut, dafür wecke ich ja jetzt hier Leute auf, ne? Das klappt. Und danach können wir ja sofort wieder aufhören, Leute aufzuwecken. Sobald hier alle aufgeweckt sind. So, wie schaut es im Weltraum aus hier? Forschung? 0,1 Zyklen. Okay, ich bin gespannt. So, wir haben die automatisierte Baustelle erreicht, welche sich trotz ihres Alters in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Obwohl die Dolos-Technologie erkennbar ist, ist sie deutlich fortschrittlicher als das, was wir an Bord der Tikun haben. Im Kontrollraum der Anlage stießen wir auf ein Mausoleum, Verlera Freius, wenn das denn so ausgesprochen wird. Der dortige PA identifizierte uns als Dolos-Personal und gewährte uns Zugriff auf die Datensätze.
Diese besteht hierin, dass Hephaistos für den Bau eines fortgeschrittenen Prototyps des Wohlantriebs Codename Ixion genutzt wurde. Aha, kommen wir doch dem Namen des Spiels so langsam auf die Spur. Ein solcher Antrieb ist derzeit mittels einer Verankerung an einer EKP-Struktur fixiert und kann von einem unserer Bergbauschiffe geschleppt werden. Das Anbringen an der Tikon wird die Wohlsprungfähigkeit wieder aktivieren. Ja, einfach dran klatschen und gut, ne? Alles klar. So, ein Bergbauschiff wird nach Hephaistos geschickt und das wird die Verankerung des Antriebs verbinden. Okay, das könnte ein bisschen dauern, aber wir machen das natürlich. So, schleppe das Ding ab. Mit diesem Bergbauschiff hier. Natürlich wird dann in der Zeit kein weiterer Bergbau betrieben. So, haben wir gemacht. So, dann wäre es natürlich cool, wenn wir hier gleich schon mal ein neues Bergbauschiff bauen könnten. Eigentlich vom Material her. Legierungen, Eisen ist hier volle Pulle. Brauchen wir eigentlich, bräuchten wir mehr Lagerfläche für Eisen. So schnell kommen wir hier gar nicht vorwärts mit dem Weiterverarbeiten. An accident has occurred in the Tycoon. Was uns nicht wieder von Verletzten? Nein. Ausgerechnet die Halde mit den Kryokapseln. Wie gut, dass da gerade niemand drin war. Unfälle über Unfälle hier. So, und jetzt hätte ich gerne ein weiteres Bergbauschiff. Und ein weiteres Frachtschiff. Noch ein zusätzliches Forschungsschiff brauche ich jetzt im Grunde nicht. Was? 20 mal Zahnräder? Ach ja, Polymer. Hahaha. So viel Polymer habe ich nicht mehr. Ich hatte doch auch irgendwas, was Polymer herstellt, oder? Oder war das noch nicht so? Ich glaube, hatte ich noch nicht gebaut. So, aber wir können hier mal hier drüben auch Lebensmittel lagern. Ah gut, es werden schon Lebensmittel rübergeschickt. Nö, das passt ja im Grunde. Wo kriege ich denn hier noch? Habe ich denn noch sowas hier irgendwo zum Abbauen? Kann ich sowas finden? Wahrscheinlich eher da, wo ein Ausrufungszeichen ist, ne? Wenn wir sowas noch finden können. Nein! Ach Mensch! Ich habe einfach nur meinen Finger auf der Maus liegen gehabt. Das passiert mir bei keinem anderen Spiel, dass ich aus Versehen im ungünstigen Moment klicke. Kennt ihr sowas? So, wie habe ich das denn hier mit dem Aufsammeln gemacht? Ja. Polymere. So ein Mouse-Over wäre auch nicht schlecht, ne? Dass man so Sachen gar nicht anklicken müsste. Aber warte, da müsste ich auch wieder so ein Export-Import. Ich müsste für die Polymere hier drüben auch ein Lager machen. Das ist so ein bisschen lästig für den Im- und Export. So, eine Halde. Polymer. So, und dann hätte ich gerne das Polymer, aber nur noch Sektor 2. So, Minimumbestand ist egal. Und in Sektor 2 hätte ich gerne immer mindestens 50.
wird schon irgendwie funktionieren. So, hier werden laufend die Leute aufgeweckt. Ah, hier. Ziel, Sektor 1. Ich möchte mehr Leute nach Sektor 1 haben. Sektorale Bevölkerungsgrenze. Keine. 12. Ich glaube, hier leben genug Leute hier. Die schicken wir jetzt alle in den Sektor rüber und dann dürften wir auch keine Arbeitsplatzprobleme mehr bekommen. Und auch wieder so ziemlich alles ausgeglichen haben. Okay. Passt schon. Die Jupiter-Expedition läuft. Wie sieht es hier mit dem Bau von Schiffen aus? Er baut irgendwie gar nicht. Achso, jedes davon braucht 20. Okay, dann dauert es noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Aus was konnte ich denn Polymer herstellen? Fabriken. Warte mal, Forschung. Polymerraffinerie. Alle ein Zyklen, 5 Einheiten Kohlenstoff in 1 Einheit Polymer. Was ist Kohlenstoff? C. Okay, ich müsste C sammeln. So, wird erforscht. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen umpriorisieren. Oh, viel ist davon ja nicht da, ne? Packen wir dich mal einen runter und euch noch weiter runter. So. Frachtschiff hat schon auf Vollpolymer. Okay. Und mal wieder, ne? Auch das passiert mir nur in diesem Spiel schon mehrmals. Ich erzähle und erzähle und das Mikrofon ist aus. Ihr wollt mich doch veräppeln. So, da gucken wir uns mal an. A science ship team has completed a task. Alles klar. So, boah, wird das Riesending mit dem kleinen Frachtschiff weggezogen, ne? Die Extraktion war erfolgreich. Der Hephaistos PA war während der Operation sehr hilfreich und wird die Tykon eventuell selbst kontaktieren. Mögen wir dem selbstähnlichen Muster folgen? Na dann. Und Daten sind zur Extraktion bereit. Sehr gut. Bereite Ixion auf die Verbindung mit der Tykon vor. Oh, da muss ich jetzt mit dem ganzen Schiff in den Jupiter-Orbit fliegen. Uiuiui. Aber im Grunde will ich ja noch gar nicht weg. So, das Ding fliegt jetzt wieder zurück zur Wartung. Nee, warte mal. Ach nee, es fliegt jetzt wieder abbauen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was macht die Forschung? Erst nochmal eine Sonde losschicken. Wir brauchen Kohlenstoff. Ah, das heißt, jetzt suchen nach Kohlenstoff. Finger weg von der Maustaste. Kohlenstoff, wo könnten da am ehesten welche? Hier. Auf geht's, dass wir mal zumindest mehr als einen am Kohlenstoff-Spot hier haben.
der Ixion-Antrieb. Na, da bin ich mal gespannt. Gut, war ja, dass wir uns irgendwann wieder hier wegbewegen müssen, war ja klar. Aber ich denke, es wird sinnvoll sein, auch wenn man das schon frühzeitiger machen kann, hier auch erstmal alles abzuforschen, was abzuforschen gibt und möglichst viel Material einzusacken. Ja. Wer weiß, wie schwer oder wie leicht das dann in einer neuen Umgebung sein wird. Ja, und wie es dann aber genau sein wird, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und bisher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.